So, jetzt sind wir bei der allerletzten Mission, nämlich der Suche eine seltene Truhe oder ein Vorratslama. Wie ihr seht, 3 von 5 haben wir schon geschafft. Das war in dem letzten Video, da wo wir die Berge erklimmen müssten. Also da habt ihr dann gesehen, man kann Lama finden, man kann 2 mythische Kisten finden innerhalb von einer Runde und davor 20 Runden gefühlt gar nichts. So, wo mache ich das Ganze? Ich mache das Ganze in Gruppenkeile, also NFL Rumble. Was, wie ich da vorgehe, werdet ihr gleich sehen, weil da kann man eigentlich einen guten Trick anwenden, aber dazu gleich. Erstens, wenn ihr Bock habt, auch den Skin zu haben, wie gesagt, guckt euch gerne alle meine Missionen an. Ich habe jetzt alles schon fertig. Ihr seht ja, das Rückenaccessoire bekommt man, den Skin selber bekommt man, plus natürlich den passenden Kleider. Den werden wir natürlich jetzt auch noch gleich sehen. Aber es gibt noch was Erfreuliches, wenn du Lust hast, einen Skin zu gewinnen, einen 2000 V-Bucks Skin, nicht zum Beispiel, sondern einen 2000 V-Bucks Skin deiner Wahl, der dann halt im Shop ist, dann guck dir einfach mal die Videobeschreibung an, lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Like auf das Video da oder guck oben rechts die Infobox an, weil da werde ich das Ganze nämlich auch verlinken. So, wie ihr seht, seht ihr den Skin jetzt nicht, nur das Rückenaccessoire. Weil NFL heißt, wir laufen alle rum wie Footballspieler. So, jetzt gucken wir erstmal, wie gehe ich da vor? Also, um wirklich viel Loot zu bekommen, gucken wir erstmal, wo springen alle raus. So, hier springen gefühlt erstmal nur 10 raus. Ja, sieht gut aus. Also, Pleasant Park sieht ganz nice aus. Dann bleiben wir in Pleasant Park. Weil logischerweise wollen wir das so viele Lootkisten wie möglich haben, weil ein Lama zu finden, brauchen wir nicht drüber reden. Alle gefühlt 20 Runden finden wir da mal eins. Nur darauf zu spekulieren ist natürlich eine Sache, aber das Ganze hier kann man schon ein wenig planen, nämlich indem man dann dahin fliegt, wo so gut wie keiner landet. So, dann gehen wir mal schön auf die Suche. Wie gesagt, hier das Erntewerkzeug bekommt man halt auch, wenn man alle Missionen beendet hat. Also haltet euch ran, guckt die Videos, macht alle Herausforderungen, lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Wir gehen auch gleich nochmal, wenn die Runde zu Ende ist, ganz schnell in die Lobby, zeige ich euch natürlich den Skin, beziehungsweise ihr habt ihn ja eben schon gesehen. So, jetzt geht es hier eigentlich wirklich nur um Kisten abfarmen. Alles andere ist mir gerade erst einmal relativ egal, weil ich will natürlich 2 mythische Kisten finden, wird natürlich schwer sein, die genau hier zu finden. Vor allem, weil dann doch insgesamt noch 5 andere bei mir gelandet sind. Aber man darf die Hoffnung natürlich auch nie aufgeben. Lol, eigentlich wollte ich das mitnehmen. Weil wir wollen ja noch die Sascha und Prestige-Aufgaben hinkriegen. Oh, eine Pump ist auch nicht schlecht. So, eine Kiste haben wir hier unten noch. Ah, ich denke aber, ich sage ja, die mythischen Kisten oder Lama ist in meinen Augen wirklich eine pure Glückssache. Es gibt Runden, da findet man eine, es gibt Runden, da findet man 2 oder wie ich eben sogar 3. Ja, jetzt ist er schon hier. Das war es nämlich an der Stelle schon komplett im Prinzip. Weil dann ist Pleasant Park auch schon wieder tot. Also ich habe gedacht, es fliegen nicht so viele hier hin, aber wie man sieht, so leicht kann man sich auch täuschen. Er wird jetzt unten die Kiste noch holen. Die anderen Häuser sind soweit durch. Das Einzige, was mir halt jetzt noch übrig bleibt, ist quasi genau entgegengesetzt zu gehen, wie die gelaufen sind. War hier einer? Ne, hier war noch keiner, aber das ist auch nur eine normale Kiste. In der Mitte war schon einer, da liegt der Loot schon. In dem Haus war auch schon einer. Das ist natürlich belastend. So war nämlich nicht der Plan. So, das Problem ist, ich glaube, die Loot-Drops zählen nämlich leider nicht. Das ist nämlich das Bescheuertste überhaupt an der ganzen Geschichte. Jetzt können wir eigentlich nur so schnell wie möglich noch gucken, ob wir ein Salt hier eventuell was abgreifen können. Aber wie gesagt, es ist reine Glückssache. Und wie gesagt, wenn ich dir damit halt schon helfen konnte, lass gerne ein Abo da, Like da. Vielleicht sehen wir uns dann mal irgendwie im Livestream oder so. Weil wie gesagt, ich bin eigentlich jeden Tag ungefähr. Ja, doch, ich würde sagen, jeden Tag live. Und wenn es nur für ein Stündchen ist oder 2. Aber wenn du Fragen hast, komm einfach in den Livestream rein. Dir wird safe geholfen. Sei es in Battle Royale oder sogar in Rette die Welt. So. Düsen wir mal hier schnell rüber. Weil dann sage ich nämlich jetzt, wäre ich doch lieber ins Holti gelandet.
Aber das weiß man natürlich nicht immer direkt. Die meisten drehen dann auf einmal ab und fliegen doch woanders hin. Aber vielleicht haben wir ja doch Glück. Aber hier, irgendeiner ist hier doch schon gelandet. Aber wo ist er denn dann hingezogen? Oder Gegnerteam? Das kann natürlich. Ja, hier ist ein Gegner. Ah, so ist natürlich nicht mein Plan. Gucken, ob noch eine Kiste im Dach ist. Natürlich nicht. Na. Aber ich glaube, die Vorratslieferungen zählen nämlich nicht. Also ihr müsst halt wirklich eine mythische Kiste finden, beziehungsweise eine epische oder eben ein Lama. Aber das Ganze, wie ihr seht, ist pures Glück. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Zone rein jetzt langsam. Weil hier sieht es halt echt bescheiden aus. Aber schreibt mal in die Kommentare, habt ihr so eine Runde gehabt mal wie ich jetzt eben? Zwei epische Kisten plus ein Lama. Was ich auch schon mal geschafft habe, waren zwei Lamas in einer Runde. Aber da habe ich auch gedacht, oha. Aber da waren wenigstens noch Waffen drin damals. So, gehen wir mal in die Zone. Mal gucken, ob wir noch die ein oder andere Sniper-Medaille abgreifen können. Ja, und dann sind die Missionen auch schon wieder fertig, ne? Ich meine, hier ist ein Selbstläufer. Man kann es nicht planen. Warte mal, hier wird, glaube ich, wird hier überhaupt gelootet, doch. Dann gönnen wir uns den noch gerade. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich hier auf der Straße weggesniped werde. So, gerade mal schnell Inventar aufräumen. Nee, hier wurde alles weggelootet. Das ist halt der Nachteil. Da kann man es natürlich dann auch solo probieren, aber ich denke mir, ich spiele sowieso. Und wenn man das natürlich dann noch in Gruppenhilfe macht, dann ist es natürlich noch leichter, das Ganze zu schaffen. So nicht, mein Freund. So haben wir hier nicht gewettet. Warte, geht mal irgendeiner zu den. Er hat sich selber in die Luft gejagt. Man kennt den. Kann man natürlich auch Kills machen. Und ne, zählt nicht. Es zählt nicht. Also da haben wir auch den Beweis. Also da könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Es zählt leider nicht. So, jetzt probieren wir halt wirklich noch unsere zwei Sniper-Kills, also beziehungsweise meinen Sniper-Schaden zu machen. Und dann sind wir nämlich hier auch schon wieder fertig. Und dann haben wir halt 10. Ja, wie immer, ich sage ja, deshalb mache ich halt wirklich keine Livestreams an dem Tag, wenn die Aufgaben kommen. Weil es halt einfach fast zeitlich. Wie war das? Wenn man nicht schießt, kann man auch nicht treffen, ne? Das war's dann wieder komplett. Ich muss halt irgendwo wieder ein stilles Örtchen finden. Nein, nicht um mein Geschäft zu verrichten. Und einfach, dass mich keiner sieht. Da
bleibt aber auch keiner stehen, ne? Problem ist hier, ich bin sogar noch einen Tick zu weit. Mann, lauf doch noch mehr Zickzack. Es ist zu weit weg. Snipen ist nicht meine Stärke. Manchmal klappt alles und dann klappt gar nichts. Ja, wo will er hin? Och Mann, dann macht er den Schritt rüber. So, ich will euch aber nicht länger hier hinhalten. In dem Sinne würde ich sagen, danke erstmal für den Support, dass ihr wieder so lange dabei wart, bei jedem Video dabei wart. Und in dem Sinne sage ich jetzt auch einfach mal, haut rein.